Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir spontan überlegt, ich nehme euch nochmal mit und zeige euch heute ein super, super leckeres Rezept. Nämlich überbackene Käse-Nachos mit einer selbstgemachten Tomatensalsa. Das erinnert mich, um ehrlich zu sein, an letztes Jahr in unsere Flitterwochen, als wir in Bali waren. Da haben wir das nämlich auch mal am Pool mittags als kleinen Snack gegessen. Aber es schmeckt auch super lecker abends. Ich bereite das Ganze heute auf der White Lady vor. Ihr könnt es natürlich auch normal auf einem Backblech benutzen oder den Grillstein benutzen und es auch draußen auf dem Grill machen. So zum Abschluss vom Grillen als Beilage. Schmeckt wirklich super lecker. Ihr könnt es natürlich auch noch variieren. In Bali haben wir das zum Beispiel auch mit so einer feurigen Hackfleischmischung gegessen. Das war auch super lecker. Also es war eigentlich wie so eine Tomatensalsa, aber noch ein bisschen mit Hackfleisch. Ich bereite das Ganze heute aber ganz normal vegetarisch vor, also ohne Fleisch. Und abgesehen davon ist das Rezept auch noch glutenfrei, weil ich nämlich meist Tortillas benutze. Also wenn ihr darauf quasi achtet, bei den Tortillas, könnt ihr das Ganze quasi auch problemlos glutenfrei zubereiten. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, es geht wirklich fix. Für die Tomatensalsa benötigen wir einmal 250 Gramm Tomaten, einen Teelöffel Salz, Pfeffer, eine Zwiebel, den Saft von einer halben Zitrone. Dann werde ich mal so wahrscheinlich 2 Prisen Chili-Würze reinmachen. Das ist einfach nur getrocknetes Chili. Dann benötigen wir einen Teelöffel Olivenöl und einen Teelöffel Honig. Außerdem benötigen wir noch 200 Gramm geriebene Käse. Hier habe ich Cheddar verwendet. Ihr könnt aber auch den eurer Wahl benutzen. Und eine Tüte Käse-Nachos. Das sind 300 Gramm. Als erstes heizen wir den Backofen schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor, denn wir brauchen nicht so viel Vorbereitungszeit. Dann kann der Backofen schon mal schön heiß werden. Und jetzt kümmern wir uns als allererstes um die Tomatensalsa. Dafür schneide ich einfach die Tomaten in schöne feine Würfel, genauso wie die Zwiebeln. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer, Honig, ein bisschen Chili. Ich nehme da einfach Chili-Pulver. Ihr könnt auch, wenn ihr eine frische Chili habt, einfach eine frische Chili mit reinschneiden, aber ganz fein am besten. Und geben dann auch noch den Saft einer halben Zitrone dazu. Dann noch einen Schwupps Olivenöl und dann mischen wir das Ganze durch und sind wir auch schon damit fertig. Ich hätte fast die Knoblauchzehe vergessen. Ich habe mir zwar die Presse bereitgelegt, aber eine vergessen. Also die ist ganz wichtig. Auf jeden Fall 1 bis 2 reinmachen. Ich habe ja gesagt, ich bereite das Ganze auf der White Lady vor. Das ist hier dieser große Stein, den braucht ihr nicht zu fetten. Da gibt ihr jetzt einfach ein bisschen von den Nachos drauf. Verteilt dann die Salsa einfach so mit dem Löffel, bisschen portionsweise überall und gibt dann den geriebenen Käse drüber und dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für 5 Minuten. Das reicht vermutlich auch schon aus. Schaut einfach mal in den Backofen rein, ob sich der Käse schön verteilt hat. Also ihr Lieben, mein Tipp an euch ist jetzt einfach nur noch, dass ihr das Ganze
heiß, also wenn es heiß aus dem Backofen kommt, direkt auf den Tisch und direkt vernascht. Denn so schmeckt es wirklich am besten. Wenn die nämlich zu lange stehen, dann weicht das Ganze auf und dann schmecken die nicht mehr so gut. Und vielleicht auch noch mal ein kleiner Tipp, wer das Ganze oder wer nicht Lust hat, am Abend noch zu stehen und die Tomatensalsa zu machen, das könnt ihr natürlich auch am Abend vorher oder am Tag vorher, am Abend vorher oder am Morgen vorher so zubereiten und einfach in der Nixe, die hat ja einen Deckel, einfach abdecken und im Kühlschrank lagern und dann lässt sich der Rest ja auch absolut problemlos und schnell zubereiten. Ich schreibe euch das Rezept wie immer in voller Länge auf meiner Homepage, verlinke euch das unten in der Infobox, genauso wie alle Artikel, die ich hier benutzt habe. Falls euch die interessieren, verlinke ich euch den Shop und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag, wenn wieder Crystal Time ist. Bis dann, tschüss!